Bei einem C7 in FRS rechts haben wir folgende Situation. Wir haben das linke Facettengelenk, wo divergiert ist und transliert nach posterior. Das heißt, mein Fokus ist darauf gerichtet, um das Facettengelenk links wieder zu konvergieren. Was man machen kann, um die Spinose etwas besser kontaktieren zu können, obwohl es eine F-Läsion ist, ist doch etwas Flexion kreieren in der BWS allgemein. Oder wenn die Liege das kann, kann man das Kopfteil ein bisschen hinunterstellen. Dass man ein bisschen die Spinose auseinanderbringt. Genau, perfekt. Das ist gut. Mein Fokus ist darauf gerichtet, um das Facettengelenk links wieder zu konvergieren. Wie kann ich das machen? Ich kann das machen, indem dass ich Kontakt nehme zwischen Spinosus und Transversus, sprich auf den Lamina. Ich nehme Kontakt auf den Lamina. Und damit ich Kontakt kriegen kann dort, muss ich da ein bisschen Platz schaffen. Vor allem, wenn da Blockaden vorhanden sind, ist es oft so, dass ein Trapezius auch reaktiv vermehrt verspannt ist. Und dann kann ich ein bisschen am Arm ziehen und fixieren zwischen seinen Oberschenkeln. Jetzt habe ich schön Platz da. Dann der Aufbau sieht so aus. Ich nehme Kontakt mit dem Daumen auf den betroffenen Wirbel. Weil C7 in Flexion, Rotation, Seitneigung rechts bedeutet, dass wir auch gleichzeitig eine Translation nach links haben. Das heißt, nebst Schließen Richtung E möchte ich auch Translation geben nach rechts. Ich nehme Kontakt auf Thoracal 7 und ich merke sofort, dass dort die Blockade vorhanden ist, wenn es blockiert ist. Das Facettengelenk lässt sich nicht gerne schließen, weil es in Divergenz blockiert ist. Jetzt mache ich Folgendes. Ich hole ein bisschen Spannung aus seinem Gewebe heraus, damit ich hier schön ankommen kann, dort wo ich nachher auch meinen Truss positionieren möchte. Und da ist die Schwierigkeit, dass ich quasi über die anderen Halswirbelsegmente einen Stab kreieren muss, um nachher fokussiert auf C7 ankommen zu können. Und wie kann ich das machen? Ich kann das machen, indem dass ich die Facettengelenke der oberliegenden Wirbeln verschränke, zumache, indem dass ich eine Rotation nach rechts mache. Bei einer Rotation nach rechts kann man sich vorstellen, dass da ein bisschen Kompression auf die Facettengelenke kommt. Und dann kann ich mit einem Schraubstock kann ich die Facetten zumachen, komprimieren. Und das stellt mich in der Lage, um den ganzen HWS en bloc quasi in Seitneigung zu bringen. Das heißt, ich habe jetzt zwei Teile in der Wirbelsäule. Ich habe einen BWS-Teil und ich habe einen HWS-Teil. Und die zwei Stäbe, kann ich jetzt so fokussieren, indem dass ich ein Fulcrum kreiere auf C7, dort wo ich korrigieren möchte. Kontakt im Stirnbereich, auf diese Art und Weise. Ich mache ein bisschen Flexion, weil ich möchte die anderen Facettengelenke schützen. Vriegeln, indem dass ich eine Rotation nach rechts mache. Und wenn ich genug vriegelt habe, dann kann ich die Wirbelsäule en bloc schön so positionieren, bis die Spannung, bis die Grenze ankommt, gerade cervicothoracal. Jetzt kannst du den Kopf mal hinlegen lassen. Genau. Jetzt muss ich meinen Hebel verriegeln, fixieren, indem dass ich da Kontakt nehme. Und das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist eine Komponente mit dem Daumen, ein Thrust, nach ventral und nach rechts. Und das schließt das Facettengelenk. In dem Bereich ein bisschen Traktion. Schauen, dass die Gelenke immer noch gut verriegelt sind. Und hier mit dem Daumen bin ich an die Blockadestelle. Das Einzige, was ich jetzt mache, ist ein Thrust, indem dass ich hier kurz betone. Das ist nur 20-30%.
Und der wichtigste Thrust ist hier aus meinem Daumen heraus. Das sieht dann so aus. Kurze Verstärkung diesen Kontakt, vor allem Translation und ein bisschen Komponente nach ventral. Wenn man die Hebel richtig eingestellt hat, dann ist die Manipulation sauber nicht mehr so schwierig. Aber das Einstellen ist effektiv, da muss man ein bisschen spielen, ein bisschen suchen. Das kann zum Teil ein paar Minuten dauern, bis man richtig an die Grenze rankommt.